Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja, im letzten Part. Was haben wir denn nochmal gemacht? Kann man das irgendwo sehen? Der Part ist schon über eine Weile her für mich. Ich habe den nämlich vor der großen Pause aufgenommen. Und deswegen hat es ziemlich lange gedauert, etc. Aber ich glaube, wir haben ein paar Sachen erfahren, wie zum Beispiel, dass da ein Pokémon ist, irgendwie, das uns in den Träumen begegnet, etc. pp. Guten Morgen, heute geben wir wieder unser Bestes. Ist sie das? Ist das die Basis von diesem Team Pika? Oh. Sieht noch gar nichts aus. Deprimierend, nicht wahr? Okay, welches Retterteam hat denn auch so eine Bruchbude? Ist ja total uncool. Wer seid ihr? Oh, seht mal, ein Briefkasten. Okay, yeah, sieh nach, was drin ist. Jetzt haltet mal die Luft an, was glaubt ihr eigentlich, was ihr da macht? Treffer, Rettungsjobs. Ja, ist das nicht entzückend? Nimm sie alle mit. Das dürft ihr nicht, die gehören uns. Das ist Diebstahl. Okay, ist doch egal, wer den Job macht. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, dass ihr es nur wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Willst du wissen, wie es läuft? Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Dabei wollen wir nur eins, die Weltherrschaft. Wie bitte? Die Weltherrschaft? Höre ich recht? Keke, du hast schon richtig gehört. Deshalb scheffeln wir ordentlich Zaster und stärken unsere Gang. Die Welt ist bald unser. Und weißt du, wer wir sind? Das Team des Bösen. Team Übel, genau das sind wir. Bis bald, ihr Dumpfbacken, Keke. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Sie sind weg. Was für eine grässliche Bande. Oh nein, er ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Oh, aber da kommt schon Pilipa wieder. Jetzt haben wir gerade den Antagonisten Gengar kennengelernt. Oh, Entschuldigung. Gerade ging hier alles ab, etc. Ja. Was für ein Glück, Pilipa hat uns Post gebracht. Wir können wieder Pokémon retten. Diese Typen. Das nächste Mal, wenn wir sie sehen, sollten sie sich besser warm anziehen. Warm anziehen, okay. Post prüfen. Ich bin einsam und traurig. Das nehmen wir mit. Und schauen, wo wir jetzt nächstes hingehen. Stahlberg haben wir am meisten Aufträge, Missionen. Deswegen machen wir da als erstes alles. Und gehen danach weiter woanders hin. So. Jetzt schauen wir aber mal kurz, wie es um unsere Items aussieht. Deswegen würde ich noch sagen, gehen wir noch, bevor wir irgendwas machen, zum Marktplatz. Ja, also Team Übel sind die Antagonisten in diesem Spiel. Die haben wir jetzt auch kennengelernt. Da bin ich ja schon gespannt, wie sich das noch entwickelt, ne? Ich meine, ich weiß es ja schon, aber ihr vielleicht noch nicht und vielleicht doch. Wer es weiß, der kann sich ja freuen. Ja. Hier haben wir jetzt nichts mehr, was wir noch verkaufen können. Aber kaufen brauchen wir jetzt gerade auch nichts. Wir haben genug Items. Wir gehen jetzt erstmal zu Kangama. So, ich würde gerne ein paar Items lagern. Jetzt zählen wir erstmal durch, wie viele Piercive-Bären wir haben. 3 Stück. Deswegen werde ich 2 Stück im Lager deponieren, dann ist alles gut. So, dann konzentrieren wir uns mal auf die Phragia-Bären. Da haben wir nur eine, das reicht. Apfel haben wir 3 Stück und da haben wir noch 2. Mehr brauchen wir aber auch jetzt gerade nicht in unserer Sammelbox. Sammelbox ist ja kein Beutel. Einen großen, also eine Amarena-Bäre haben wir. Sehr schön. Wie viel Belebersamen? Auch einen. Gut. Einen großen Apfel. Noch einen. Den würde ich ablegen. Ja. Sehr schön. Was könnte ich noch lagern? Sinnelbeere haben wir scheinbar auch ganz oft. 1, 2, 3. Da könnte ich die 3 Stück hier lagern. Dann hätten wir da auch schon wieder weniger. Und dann haben wir noch Top-Elixier. Und dann passt es erstmal. Dann haben wir jetzt ganz viel Zeug im Lager.
Was echt ein guter Vorrat ist, weil später wird es eventuell etwas knapp. So, wir würden gerne das Geld an uns nehmen. Dankeschön. Oh ja, wir haben kein Geld hier, ich weiß. Halt. So. Wir können jetzt aber mal hier zum Knödelluftclub und schauen, ob wir noch was kaufen können an Partnerarealen. Das würde ich regelmäßig machen. Und ja, wir können was kaufen. Rubbelfluss, Kaulquappenteich oder... Nehmen wir mal den Rubbelfluss, der klingt lustig. Ja, weil da können wir auch Wasser-Pokémon bekommen. Und Wasser-Pokémon sind doch irgendwann ganz praktisch. Knödelluff, Knödelluff. Knödelluff, Knödelluff. Und da haben wir es schon. Sehr schön. Nein, danke schön. Nein. Alles klar, danke. Wir würden gern unser Geld noch lagern. Vielen Dank. Ja, perfekt. Dankeschön. Ah, es tut mir sehr leid, Mimimi. Ich wollte auf B drücken, nicht auf irgendwas anderes. So, wir haben momentan Normalrang mit 40 Punkten. Sieht man da. Dann dürften wir eigentlich bald auch aufsteigen, wenn es so weitergeht. Infobrett. Okay, den nehmen wir mal mit. Denn den können wir noch machen. Da wollen wir jetzt gerade eh hin, zum Stahlberg. Da können wir ihn einfach mal mit einpacken, diesen Auftrag. Also machen wir das. Dojo, das haben wir schon gehört. Ja. Ja, ja. Magst du mal aufhören zu reden? Danke. Ja, hallo. Danke. Sehr schön. Auf geht's, los. Zum Stahlberg, würde ich sagen. Mehr haben wir gerade eh nicht wirklich zu tun, aber gut. Wir können dann die kleine Mission ein bisschen erledigen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, die haben es ja auch drauf. Die geben uns ja auch einiges an nützliche Items. Erfahrungspunkte, Gold, Pokédollar war es eher. Und was wir noch so alles brauchen. Also ganz, ganz viel. So, und das Zickzack ist auch schon besiegt. So, ich würde gerne gegen dieses Pupanze eine Attacke anwenden, nämlich Ruckzuckhieb. So, das können wir auch mal fixieren. Wir können nur eine Attacke fixieren, das ist sehr schade. Gibt's da... Oh, Entschuldigung. Gibt's da eigentlich auch einen Knopf irgendwie, wie wir das einsetzen können? Ups, jetzt habe ich einen Screenshot aus Versehen gemacht. Nö, scheinbar nicht, okay. So. Wir müssen mal gucken, dass wir diese Stolunie hier besiegen. Komm halt her, los. Geh kaputt, sehr schön. Und Georock Brock, den können wir später verkaufen. Wir könnten die auch irgendwie sammeln und dann später werfen, dann machen die auch Schaden, aber... Nee, das mag ich jetzt nicht unbedingt. Ich nutze allgemein nicht so gerne solche Items, das ist einfach nicht so mein Ding. Du hast eine Zielebene erreicht, sehr schön, okay. Das ist aber auch schon die Treppe. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns dieses Habitat hier herholen. Warum ist Ivy stärker als wir? Autsch. Komm halt her, Ivy. Oh, paralysiert. Oh, sehr schön. Oh Mann. Moment. Wobei, unsere Leben regenerieren sich ja auch beim Laufen. Von daher, wir müssen ja jetzt eh nach diesem zu retteten Pokémon suchen. Von daher können wir da jetzt mal ein bisschen einfach ein bisschen rumlaufen. Und yay, Ivy erreicht Level 11. So. Steigt alles schön an. Perfekt. So, schauen wir mal. Da ist ein schlafendes Zickzacks. Das wollen wir jetzt natürlich erstmal nicht wecken. Nein, nicht wecken und zack, Ivy macht Rasierblatt, ist klar. Oh, Ivy. Wollen wir nicht wecken? Zack, Ivy besiegt das Zickzacks. Okay. Hallo, Pupanze. Dich mache ich auch noch platt. Ja, komm mal her. Sehr schön. Und wir erreichen Level 12. Sehr gut, sehr gut. So soll es natürlich sein. Mal sehen, ob wir da Donnerschock einsetzen können. Aber ich glaube eher nicht. Nee, schade. Aber so kann man es einsetzen. Ist nämlich immerhin sehr effektiv, von daher, warum nicht? Warum haben wir eigentlich das hier? Ach so, da war ja kein Feld. Ich dachte, da wäre irgendwo ein Feld, aber nö. Ist nicht. Ist nicht.
Was? Attacken wechseln, Select, Attacke fixieren, wählen. Okay. So, kaputt. Und hier liegt einiges an Zeug wiederum. Sehr schön. Das können wir natürlich alles gut gebrauchen. Und ein Wurf-Ohr. Okay. Ah, das ist Taubsi, das wir retten sollen. Hallo, Taubsi. Ja, komm. Lass dich retten. Ja, bis später. Nein, wollen wir nicht verlassen? Ja, ich würde das Abenteuer gerne fortsetzen. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn wir da noch weitermachen dürften, denn wir haben hier einiges zu erledigen. Oh, hi, Zickzacks. Ups, da können wir es dunkel machen, dass wir nur die Karte sehen. Das ist ja interessant. Bam! Und Ivy rettet uns den Tag, wie immer. Bravo, Ivy. Dankeschön! Und seit wann schläft da ein Stolunia? Das muss ich aber auch gerade erst hingelegt haben. So, weitere Zielleben? Nein? Oh, okay. Ach komm, geh doch kaputt. Popanze, Mensch. Los! Yay! Wollt ihr das gerade da bleiben? Sah so aus, weil es nochmal aufgeblitzt ist. Aber vielleicht war das auch nur ein Anzeigefehler, wer weiß. Und eine Pürsifbeere bekommen wir auch noch hier. Sehr schön, sehr schön. Oh, und Orangegummi. Orangegummi, sehr gut. Oh, ey, Popanze hat das Geld geklaut. No, das geht gar nicht, Popanze, das geht gar nicht. Das kannst du nicht bringen, einfach unser Geld, das für uns bestimmt ist, hier zu klauen. Vielleicht, finden wir dieses Popanze ja noch. Wer weiß, da ist es hoffentlich schon. Hoffe ich einfach mal und das setzt Zertner ein, diese Feigesau. Und schon wieder. Bah, nützt ihm nicht viel. Oh nein, das war nicht dieses Popanze. So, Ivy. Da wusste ich doch, dass Ivy das macht. Deswegen dachte ich mir so, brauche ich nicht angreifen. Ah, so. Oh, paralysiert mal wieder. Paralysiert. Haha, das ist natürlich sehr schön. Aha. Okay, Popanze haben wir jetzt nicht gefunden. Ist nicht so schlimm. Ah, da kommen weitere Stolunia. Und wir haben eine weitere Zielebene erreicht. Sehr gut. Oh Mann, warum setzt du nur Heuler ein? Das ist doch gemein. Moment, Ivy, komm mal mit. Mit angreifen und so. Perfekt. Wir sind so ein gutes Team, das ist unglaublich. So ein super Team. Außerdem ist Pikachu so knuffig. Bam, Kleinstein besiegt. Komm, mach auch noch mit Stolunia. Und dann haben wir die Sache hier erledigt. Dankeschön. Oh, Ivy, super. Ivy ist echt super. Warum drücke ich schon wieder das Menü weg? Oh, schlimm. Immer wieder schlimm. So. Jetzt muss ich nur noch... Jetzt gucke ich aber mal kurz was. Da müsste doch irgendwo eine Steuerung sein. Einstellungen. Standardeinstellungen? Nein. Anderes. Dungeon. Irgendwo Tipps. Steuerung. Aha. Fixierte Attacke verwenden. Ah, jetzt. Okay. Okay. Jetzt habe ich's. Sehr gut. Halt, wir haben hier eine Zielebene. Und da ist auch schon Elekid. Hallo! Und Elekid wird gerettet. Yippie-yay-yay! Wir wollen natürlich immer noch nicht gehen. Nö! Wir haben ja hier noch einiges zu erledigen. Moment, ich wollte eigentlich wieder auf das hier, Missionsziele. Wir haben ja noch echt einiges hier zu tun, aber... Popanze, Nidoran und Wurmple müssen wir noch retten. Also auf geht's. Wir wollen hier nicht lange trödeln, sondern weitermachen. Tschüss, Bernstein. Sorry, aber ohne dich. Du hast eine weitere Zielebene erreicht. Ach komm, Ivy, mach mal. Mach mal, Ivy, los. Perfekt. Perfekt. Auf Ivy kann man sich halt immer verlassen. Haha, sehr schön. Ist halt echt ein super Team hier. Oh. Bam, von zwei Seiten. Oh, aber Ivy hat's kaputt gemacht. Ja, ja, Ivy macht alles kaputt. Von lauter Rabauts lesen hier. Wobei, kaputt, wer klingt auch lustig. Oh Mann, Ivy, helf mir mal ein bisschen. Setz mal Heuler ein. Pürsifbeere. Boah, geh da runter! Ich wundere mich ja, dass Donnerschock überhaupt was ausmacht, aber gut. So, meine Pürsifbeere.
Meine Pirsifäre, hü. Aber jetzt geht's los hier. So. Los, Ivy. Ja, sehr schön. Bam. So macht man das. So und nicht anders. Und da ist wieder die Treppe. Aber wir haben immer noch was zu erledigen hier. Immer noch. Weitere Rettungsmissionen. Fehlt aber noch ein kleiner Raum. Und da ist jetzt wahrscheinlich das zu rettende Pokémon drin. Ah, immer diese Stolunia. Was, welche Pokémon findet ihr hier eigentlich so? Also welche Pokémon mögt ihr eigentlich so allgemein gerne? Bitte von den älteren Editionen, weil ich mit den ganz neuen noch nichts anfangen kann. Ich habe X und Y noch gar nicht gespielt. Mich würde jetzt mal interessieren von Generation 1 bis, sagen wir mal, 4. Welche Pokémon haben euch da am besten gefallen? Welche mögt ihr da sehr? Spielt ihr auch nur die neueren Spiele oder auch die älteren oder andersrum? Spielt ihr nur die älteren und nicht die neueren? Das würde mich mal interessieren, was ihr da so zu erzählen habt. Ja, könnt ihr mir ja hier unter die Kommentare mal schreiben. Einfach so ein bisschen, ja, erzählen, was euer Lieblings-Pokémon ist, was ihr bisher immer an Starter-Pokémon genommen habt, welche Edition ihr so spielt. Das würde mich so interessieren. Und was ihr von Pokémon Mystery Dungeon allgemein so haltet. Oh, und der Magen knurrt zum ersten Mal. Dann können wir gleich einen Apfel nehmen, wenn wir hier fertig sind mit diesem Kampf. Das ist nämlich nicht ganz so toll, wenn da der Magen knurrt. So. Wir können aber auch mal einen Gummi nehmen. Wenn das Menü sich wieder öffnet. So. Orangegummi essen. Oh, der EQ steigt. Ich würde aber gerne noch einen Apfel nehmen. Essen. Und der Magen wurde gefüllt. Ja. Ach, ich weiß doch jetzt, wie ich die einsetzen kann, aber gut. So, so kann man die einsetzen. Mit L gedrückt und A-Knopf drücken dann. Also der Knopfkombination L plus A. Ups, und da öffnet man das Chatprotokoll quasi. Das Textprotokoll mit LB. Ich muss hier noch ein bisschen umdenken. Das ist ja ein anderer Controller als die, die wir sonst hier mal haben. Ach, ich hätte jetzt gerade die anwenden können. Habe ich aber vergessen, L zu drücken. Egal, machen wir uns so platt. Oh, eine weitere Amrena-Bäre. Und der Rabautz tritt wieder auf etwas. Immer diese Pokémon, die auf irgendwas drauftreten müssen. Oh, hör auf, mich anzugreifen, Kleinstein. Hör auf, mich anzugreifen, das ist voll unfair. Wow, das Stolunia war gerade echt schwach. Wow, 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 hey, Moment. Nur weil ich hier nicht reingerannt bin, musst du mich hier nicht gleich kaputt machen, Kleinstein. Ups, die fixierte Attacke kann nicht eingesetzt werden. Kommt nur 5 Mal, bevor ich checke, dass es nicht geht. Die AP sind nämlich leer. Gut. Dann können wir zum ersten Mal ein... Wobei, nein. Wir machen das erstmal anders, fixieren. So. Was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, ja. Mein Lieblings-Pokémon ist ja, mein absolutes Lieblings-Pokémon ist ja Nachtara. Ich liebe Nachtara. Das ist, also das müssten aber auch einige wissen, die meine vorherigen Pokémon-Let's Play schon gesehen haben. Die müssten das wissen, dass es das ist. Aber, ja, Nachtara ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Ich weiß auch nicht, das ist einfach so toll. Ich finde es einfach super. Einfach obermega super. So, komm mal her. Perfekt. Na, und Editionen habe ich alle bis auf die neuesten Editionen für den 3DS gespielt. Und ja, die bringe ich noch irgendwann. Das habe ich fest vor. Sobald ich aber ein 3DS mit Capture Card habe, werden die gebracht. Und dann, ja. Und dann bringe ich die als Let's Play gleich. Dann werde ich spiele ich sie und bringe ich sie als Let's Play. Dann habe ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Und die Leute, die darauf endlich warten, die freuen sich auch. Ja. Dann bringe ich auch ein paar andere DS-Spiele noch, die auch, auf die ich auch Bock habe. Wo ich schon ein paar so mir überlege, dass ich die endlich dranbringen will. Wo ich schon, also die zocke ich halt privat und dann denke ich mir so, ha, ein Let's Play davon wäre doch ganz nett. Das würde mir ziemlich viel Spaß machen. Mal sehen. Mal sehen, was draus wird. So, komm mal her. Sehr schön, mit Donnerschock schaffen wir hier auch einiges. Oh, kommen wir da vorbei? Oh, schauen wir mal, ob wir das so schaffen. Komm, Ivy, das schaffst du. Ivy. Und jetzt macht's hier noch das Kleinsteinblatt. Ah, oh, sehr schön. Muss auch mal sein, ne? So, hier ist eine weitere Zielebene, aber bisher habe ich noch nicht gesehen, wo das Pokémon hier sein soll. Wow, danke schön, Ivy. Du kannst über Ecken angreifen? Oh. Oh Mann, Ivy kann über Ecken angreifen und ich nicht. Das ist echt unfair. Aber gut. Wir können dafür hier auch das hier einsetzen. Und ja, toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich nichts einsetzen brauchen. Bäm, Rabautz, komm, machen wir mal kaputt. Und diese Stuhlung ja ebenfalls. So lange macht Ivy hier unten mal ein bisschen was. Geht ja auch mal, haha. So, perfekt. Ja, mal schauen mit den ganzen Editionen, die da noch kommen werden. Ich weiß ja nicht, was für dieses Jahr eventuell geplant ist von den Machen. Halt, Wurmpel, komm her. Wurmpel, bleib da. Ich will dich doch nur retten. So, das war jetzt das letzte Pokémon, das wir hier retten sollten. Da können wir jetzt auch Feierabend machen. Ja, ich möchte gehen. Dankeschön. Und jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Wow. Sehr schön, haben wir das auf jeden Fall erledigt. Ja, Taubsi, was gibst du uns? 200 Poké-Dollar und 5 Reiterpunkte. Damit sind wir bei 45. Wie viel gibst du? Top-Elixier. Aha, zum Lager gestern. Sehr schön. Geo-Rock Proc 10. 5. Und Bronze-Rang. Ich wusste, dass wir bei 50 einen Rang aufsteigen. Super, super, super. Yay. Vielen Dank für die Rettung von Pupanze. Oh, Geo-Rock Proc 10. Auch wenn ich das Ding eigentlich hasse. Aber gut, danke. Und was haben wir hier? Top-Elixier. Mhm. Und Belebersamen. Und weitere 5 Retterpunkte. Und jetzt kommt noch Wurmpel. Und da schauen wir mal, was wir da noch so bekommen. Belebersamen. Und weitere 5 Retterpunkte. Ja, yeah, wir sind Rang aufgestiegen. Wir haben allgemein sehr viel gemacht. Und ja, waren wir heute nicht klasse, machen wir für heute Schluss und legen uns schlafen. Also bis morgen dann. Ja, das ist eine gute Idee. Sogar eine sehr gute. Wir speichern natürlich auch vorher noch ab. Ist ja natürlich klar. Und dann schauen wir mal, was diese Nacht passiert am nächsten Morgen. Nichts passiert. Cool, dann würde ich sagen, mach mal an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!